tut mir leid, Leute, das muss sein. Ich will dafür gerade keinen Cut machen. Darum geht das hier sofort weiter. Deshalb musstet ihr das kurz erdulden. So, und deshalb müssen wir jetzt hier auch mal schauen, wie das... Oh, funktioniert! Minen! Oder? Ne? Ne, du warst doch Minen, oder? Und ich mag Minen an sich nicht so sehr. Weil man muss aufpassen mit den Minen. Aber das ist interessant. Und wie lange bleibt das offen? Combo 1, okay. Man wird versuchen, ihn wegzunehmen, was nicht in ihre Hände gehört. Hier ist ein Magnet. So. Probieren wir das einfach mal aus. Das hat jetzt was gemacht. Und hier? Oh, das sind die Klingen. Ja. Sehr schön gemacht irgendwo. Ja. Schauen wir uns hier noch etwas mehr auf der Map um. Das war gerade eine recht komische Farbe. Ui. Das ist ja toll. Elektrizität. Electricity. Machen wir mal weiter. Dadab, dadab, dadab. So, können wir den auch mal wieder mit Minen aufladen. Aufladen! Katsching! Okay, und jetzt aufpassen, dass ich selber nicht in die Minen reintrete. Weil die sind böse. Ein Weg finden, wo nichts explodiert. Oder einen Weg finden, wo die Gegner reinspringen. Das ist auch immer schön. Hopp, hopp. Was ist denn da hinten? Hier gibt's... Ui, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. The fire and the flames. They are burning inside my heart. Wie, komisch rumdrehen. Nochmal. Wie. Lass ich das so schnell... Erholt es schön. Und nochmal. Au, ist ja fast schon ein bisschen zu einfach, ne? Dich kann ich doch auch noch reinwerfen. Oh nein! Das ist ja mies. Mies. Das heißt, wir müssen jetzt für diese Zeit ohne unseren Ball auskommen. Habe ich das richtig verstanden? Und was ist hier schön? Ist hier ein Ball Lava. Oh, und hier kommt wahrscheinlich wieder Bombe. Nicht wahr? Jawohl. Klitzekleine Bombe. Und ein Ankh. Das Ankh kommt anscheinend aber auch immer so gegen Ende. Es war jetzt im Grunde genommen eigentlich auch keine dumme Idee, dass ich das Ankh einfach aufgenommen habe, weil... Naja, sobald... Wow, aufpassen. Sobald das Ankh halt aufgenommen ist und beziehungsweise die Runde beendet ist, werden die Items ja sowieso wieder zurückgesetzt. Zumindest war das vorhin so. So. Jawoll. Sägen, sägen, sägen. Huch. Oh. Ach, das ist schön. Oh, wie er einfach mit diesem ganzen Effekt mit dem Ball gespielt wird, das ist toll. Okay. Dann will ich jetzt Elektrizität haben. Electricity, mein Freund. Ah, das ist nicht gut. Lasst mich raus, das tut weh. Na, ihr seid nicht meine Freunde, hab euch vertauscht. Na denn, hab weiter da hinten ist Skelettkopf. Mit Skelettkopf, wir können viel machen. Ausweichen. Sprung. Hopp. Hopp, hopp. Through the fire and the flames we carry on. Ich kann nicht singen. Scheißen wir einfach mal drauf. Aber man sollte zumindest verstanden haben, um was für ein Lied es sich handelt. Oder gehandelt hat. Das war auch relativ knapp. Aber das hat man jetzt nicht gesehen, weil alles explodiert ist und ich wieder auf 100 Lebenspunkten bin. Sind das nur noch ihr? Das ist ja langweilig. Hier, fresst Feuer. Nein, sie kommen auch von der anderen Seite.
So langsam sollte ich mir merken, wie viel Schaden einer der Gegner macht. Oh, und da haben wir wieder unser Ank. Hallo. Yeah. So. Machen wir wieder die geile Sägenparty. Drei dicke Sägen am Stück. So, Ball. Komm doch her. Wo bist du denn? Meine Güte, wenn der... was? Was? Oh. Das ist ja echt miese. Au. Da muss man ja echt aufpassen. Und da hat man gar nicht mal so viel Zeit. Wo ist die Kugel? Da ist die Kugel. Ich sollte hier nicht so sehr unüberlegt lang gehen. Das könnte so ziemlich mein Tod bedeuten. Je nachdem, was hier alles dann passiert. Naja, aber das hat sich jetzt etwas dezimiert. Etwas weniger geworden. Geh nicht runter. Ja, oder ich warte jetzt erstmal wieder, bis die ganzen Viecher hier drin sind. Damit ich den tollen Totenschädel benutzen kann. Denn der tolle Totenschädel ist toll. Hopp. Nur ich muss aufpassen, dass ich genug Platz habe. Genug Platz. Ja, damit sowas nicht passiert und ich dann endlich Execute machen kann. Sehr schön. Woran merke ich denn, wann das Teil hier runtergeht? Das wäre extremst gut zu wissen. Combo. Eins. Versuchen wir es jetzt nochmal mit der Elektrizität. Ja, ich sollte am besten selber nicht reinlaufen. Hm. Aber Elektrizität ist etwas problematisch. Naja. Ich habe immer Angst, dass das Teil demnächst wieder runtergeht. Jetzt auch nicht mehr so viel eigentlich. Da. So viel dazu und na? Ach so, du einer noch, ne? Jawohl. Ich bin mal gespannt, was sich hier auf der Karte noch alles verändert. Nicht, dass die Fallen sich nachher von alleine auslösen. Das wäre etwas sehr problematisch. Etwas kritisch. Oh nein, und jetzt ist wieder die Kacke im Dampfen, ne? Wo ist der Ball jetzt? Der Ball ist hier hin. Was auch immer ich gemacht habe. Ich will mich nicht beschweren. Läuft. Mein Ball? Was? Hä? Der war aber doch gerade noch hier gewesen. Oh, jetzt verstehe ich, wie der Hase läuft. Gut. Wieder mein toller Totenschädel. Oh, wunderbar. Oh, wunderbar, wie ich mich darüber freue. Und jetzt macht's Bang. Aber es hat für eine einfache Combo gereicht. Wunderschön. So, und jetzt haben wir wieder genug gesammelt. Nein, nicht. Lass mich raus, Oh, wow. Das sind so viele gerade, das ist unglaublich, ne? Oh, shit. Okay, mal ein bisschen hier rumgehen. So. Eine Dreier-Kombo. Das hat uns die Lebenspunkte wieder zurückgegeben, die wir gerade noch gebraucht haben. Hier ist auch Britzel.
Ah, wunderbar. Das war komisch. So. Schön, schön. Und jetzt könnten wir eigentlich auch wieder das Ankh finden, weil die Runde ist jetzt schon wieder gut wie vorbei. Na, ich bin sogar gerade... Da hinten ist das Ankh. Ja, das wär's wahrscheinlich nur noch du, ist mir aber scheißegal, ne? Zack. So. Was kann dir denn jetzt noch passieren? Mich irritiert das immer noch, dass die Teile da vorhin einfach mal runtergestampft sind. Oh ja, und das kann ja auch noch passieren. Viel Spaß. Bam. Der Angriff ist so stark. Ich meine, ich habe mich vorhin ja darüber fast schon beschwert, dass wir so wenige Power-Ups bekommen haben, aber dadurch, dass wir hier jetzt ja die ganzen Sachen bekommen, das ist eigentlich so etwas in der Art, was ich gehabt haben wollte. Ach nee. Okay, jetzt ist wieder alles hier rumspacken. So, jetzt würde ich das schnell betätigen. Ja, sehr schön. So ist das doch mal wirklich effektiv. Wenn die Feinde davor stehen und einfach nicht wissen, was sie machen sollen. Und jetzt, ouch. Hat der ganze Spuk wieder sein Ende? Jetzt darf ich auch hier hin. Ich will wieder das tolle den Totenschädel finden. Das tolle Totenschädel, genau. Hüpf, hüpf, hops, hüpf, hüpf. Feuer! Sehr schön. Da haben wir ihn doch. Den Totenschädel. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Kommt alle her, es gibt genug für alle. Es ist genug für alle da. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Eine Runde für jeden. Zusammen auf den Kristallschädel des Todes. Denn wir sind ja immer noch bei Indiana Jones. Ich kacke. Wham. Ramblam, bam. Und jetzt ist der Fortschrittsbalken wieder so weit, dass wir das Ankh finden können. Das Ankh der Erlösung. So, wo ist es? Ich sehe es noch nicht. Haben wir doch zu wenig? Nein, da ist es. Eben mal angucken. Schönes Ankh. Mit so einer Schlange drin. Wunderbar. Das erleichtert das um einiges. So. Das Tolle ist, jetzt kann ich hier wieder etwas rumspringen. Die ganzen Viecher einsammeln. Ja, das kann ich auch gerade. Aber jetzt, da ich wieder Kontrolle über den Ball habe, ist das umso schön. Seht ihr, was ich meine? Einfach mal die ganzen Feinde auslöschen. Vor allem das resettet sich so schnell. Die Cooldown ist so gering. Das ist schön. Me gusta. Das gefällt mir richtig gut. Und das Tolle ist, daher können wir das so oft machen. Ne? So oft. Und plötzlich ist die ganze Reihe weg. Die ganze feindliche Reihe. So, und jetzt heißt es wieder aufpassen. Die halbe Minute. Die Herausforderung des Todes. Für uns diesmal. Das einzige des Todes, was uns gefährlich werden kann. Du hast uns Feuer. Jetzt Feuer. Autsch. Ist auf der anderen Seite jetzt der Totenschädel?
Nein, anscheinend nicht. Dort ist der Totenschild. Lass mich durch, weg! Das ist zumindest schön, dass man sich freischießen kann. So. Und jetzt können wir uns auch wieder das Ankh besorgen. Das Ankhchen. Hier hinten gibt es nie irgendein Ankh. Das ist schade. Ja, ich beachte euch schon gar nicht mehr. Darüber seid ihr so wütend, dass ihr Feuerball auf mich schmeißt. Ah, hier ist es wieder. Die 8. Runde von 9. Plupp. So. Die stärkste Attacke des Universums. Vernichtet einfach alles. Ach, da hinten ist die Kugel hingerollt. Alles klar. Ich hatte schon ein bisschen Bedenken, dass die Kugel plötzlich wieder weg wird. Und anders als im Hauptspiel macht dieser Angriff uns keinen Schaden. Weil bei der Kampagne mussten wir ja noch aufpassen, dass wir selbst nicht im Radius davon standen. Wunderschön. Kann man einfach hier rumgehen, es wieder aktivieren, liegen lassen und explodieren. So. Kann man wieder rumspringen. Dann lädt sich das Teil nämlich wieder auf. Seht ihr? Ein bisschen ausweichend hier, etwas ausweichend da. Und der Totenschädel ist wieder da. Wie beim Football. Ausweichen. Quarterback zur Rechten. Quarterback zur Linken. Er läuft in die gegnerische Basis. Springt um den gegnerischen Quarterback herum. Yeah, ich habe keine Ahnung von Football, aber egal. Ich habe selber nie wirklich gespielt. Und es interessiert mich auch nicht. Es ist halt nicht mein Sport. Da könnt ihr darüber so viel wahrscheinlich meckern, wie ihr wollt. Aber Football ist nicht so meins. Ach, shit. Jetzt wird's wieder eingefangen. Gehen wir dann hier hin. Hier haben wir zumindest unsere Ruhe. Und hier stört uns das eigentlich auch nicht. Nur unsere Feinde stören uns hier. Ins Feuer mit dir, du Rüpel. Du Rüpel, ab ins Feuer. Oh. Er ist explodiert. Ja, wunderbar. Kommt etwas näher. Nein, nicht hier. Sondern hier, genau. Ein bisschen weiter, damit wir alle im Feuer sterben. So, und jetzt könnte das Ankh auch wieder da sein. Ist nur wieder die Frage, wo. Vielleicht ist es da. Diesmal ist es sogar hier hinten. Schön. Und ein Schädel. Die letzte Runde. Ich glaube, warten wir jetzt einfach mal ab, wie viele nach hinten kommen. Mit Ausnahme von dir. Dich mag ich nicht. Oh ja. Sind ja doch schon einige. Party! Autsch! Das hat auch was, genau in einen Feuerball reinzuspringen. Ja, mach das nicht gerne. Okay. Letzte Runde hier ist heftig. Es ist recht verwinkelt, der Ort hier. Darum ist das ein bisschen tricky. Die Gegner können zwar nicht so viel ausweichen, aber ich dafür auch nicht. Wow. Das war eventuell eine schlechte Idee, aber naja. Der Ball ist bei mir, das zählt. Bleib mal darauf stehen. Eine Vierer-Kombo. Wunderbar. Und die Kombo wurde abgebrochen. Ich glaube, gleich wird uns nochmal der Ball weggenommen. Das würde ich natürlich wieder nicht so toll finden, ne?
Lasst mich in Ruhe! Ball, rette mich! Verdammt! Tun wir einfach so, als hätte ich das geschafft. Scheiße. Und da fällt der Kopf runter. Wir sind auf jeden Fall schneller gewesen als unser vorheriger. Sound, ja. Toll, das geht ja weiter. Wunderbar. Wir sind schneller gewesen als beim letzten Mal. Das ist zumindest etwas. 181 Käfer getötet, 381 Mumien, 45 Schildkröten nur. Das ist wenig. Und 118 Frack-Mumien. Und das in der letzten Runde. Gag, was ist los? Gag. Okay. Das ist das Bild eben abgespackt. Aber naja, das war das Level Tapiton. Sehr interessant, da kann man viel mit dem Ball machen. Gefällt mir.